schauen wir das an. Martina Korinek hat schon ihr Leben lang einen großen Traum. Den Traum von einer Reise nach New York. Einmal war sie schon dort, aber das war nicht genug. Sie wollte unbedingt noch einmal hin. In diesem Film wird sie stattfinden. Die zweite Reise. In die Stadt ihrer Träume. Weil New York meine Lieblingsstadt ist. Und die Menschen sind so freier und zugänglicher und man hat da weniger Probleme. Ich hoffe, dass es dieses Mal auch so ist. Voriges Mal war es halt so, dass keiner darauf achtet, wie groß man ist. Und weil die ganzen Hochhäuser, da fühlen sich die anderen Großen auch klein. Ich war 96 das erste Mal in New York. Ich habe mir die Reise geleistet, weil das mein Traum war. Und ich habe mir diesen Traum ein einziges Mal erfüllen wollen. Ein Jahr später bekomme ich 4 starke Fälle. Da habe ich halt die Sprache verloren. Der Arm war ganz steif. Ich hatte keine Arbeit mehr. Dadurch konnte ich mir nicht mehr die Reise ein zweites Mal nach New York leisten. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe ein Anliegen an Sie. Ja, bitte? Ich hoffe, Sie können. Ich bin halt nach der Genrefilm so gehandicapt gewesen und habe heute noch Sprechprobleme. Die Sprache ist noch nicht wieder in Ordnung. Trotz ihrer labilen Gesundheit will Martina die Reise ein zweites Mal wagen. Ihr ganzes Geld hat sie dafür gespart. Alle Vorbereitungen sind getroffen und die Koffer sind gepackt. Ja, genau. Es bleibt nur noch der Abschied von den Freunden. Dann auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Wie lange hast du Zeit? Ja, so 3 Stunden schon. Hm? 3-4 Stunden habe ich auf jeden Fall. Hm. Martina ist auf Freunde angewiesen, wenn sie auf den Pferdehof außerhalb der Stadt fahren will. Denn dort lebt ihre kleine Familie. Ihre beiden Pferde. Knuppel und Ebro. Knuppel! Komm mal hier. Ja, das ist was besser. Knuppel, komm hier. Hier. Die Bananen noch.
ich brauche selber nicht viel zum Leben. Das habe ich alles in meine Pferde gesteckt. Gloppe, hier. Was ist das? Abbeißen. Meine Pferde bedeuten alles. Das ist mein Leben. Ich habe keine Kinder. Und man muss im Leben also betrauben, was einen braucht. Halt, wartet auf mich! Hallo? Wir hatten früher ein Grundstück und da hat mein Großvater immer die Pferde von den Bauern geholt. Weiter. Vorwärts. Nee. Komm mal her. Nee, das, du brauchst keine Angst haben. Und jetzt? Nein, die anderen. Nein, steht und hopp. Und dann habe ich meinen Großvater drum gebeten. Ich will mal einmal auf ein Pferd sitzen. Mein Großvater hat so ein Feingefühl, dass er mich auf das große Pferd draufgesetzt hat. Und plötzlich war ich die Große. Ich habe einmal von einem großen Pferd auf die Leute runterschauen können. Und die mussten zu mir hochschauen. Das war ein Gefühl, das kommt gleich nach dem Fliegen. Ich habe niemals Angst vom Fliegen, nur vom Abstürzen, vom Fliegen nicht. Da ist die Welt frei und ganz offen. Ich glaube, das empfinden alle Menschen so, dass man in Luft, dass die Luft dann irgendwie die Höhe, dass man sich erst dann mal bewusst wird, wie klein man der Mensch überhaupt ist. Dass ich nicht der Kleinste bin, sondern wenn man das ganze Leben von oben betrachtet, wie viel mehr wert es ist. Das Filmteam begleitet Martina. Ohne Begleitung wäre diese Reise viel zu beschwerlich für sie. Trotzdem wird es strapaziös werden, aber ihr Wille, nach New York zu reisen, scheint unbesiegbar. Ihr unabhängiges Leben ist noch nicht sehr alt. Erst mit 39 Jahren verließ die heute 45-Jährige ihre Eltern in Sachsen, die sie bis dahin streng behüteten. Martina entschied sich damals für ein schwieriges, aber selbstbestimmtes Leben. Als Kind war ich immer noch integriert unter den anderen Kindern. Ich konnte halt fast alles machen, was die anderen auch gemacht haben. Aber als ich dann in die Pubertät kam und die anderen fortgingen zum Tanzen ins Kino, dann hat es halt begonnen, dass ich einmal richtig drüber nachgedacht habe. Warum bin ich denn so klein? Warum muss das halt sein so? Und ich habe es versucht auszugleichen mit viel Lesen, mit Gartenarbeit und vor allem mit Tieren. Ladies and gentlemen, welcome to New York John F. Kennedy. Please remain seated with your seatbelt fastened until we have reached the final parking position and the engines have been cut. Thank you. On behalf of the entire crew and Captain Lindner, I would like to say goodbye to you now. I hope you had a pleasant flight. Thank you for being our guest today. Bye-bye and auf Wiedersehen. Ich habe mich dann langsam damit abgefunden. Ich bin so groß, ich kann nicht anders. Ich kann das aber das Beste aus meinem Leben machen, auch trotz meiner Größe.
Hello, welcome to New York City. Sich die Welt so vorzustellen, wie die Menschen da unten leben, wie die Menschen da unten wie Ameisen rumkrabbeln und ich oben über all den Köpfen stehe. Ich erwarte von New York lauter Überraschungen. Ich lasse es auf mich drauf zukommen. Ich möchte so viel wie möglich sehen, die Stadt auskundschaften. Menschen umgänglicher, zugänglicher, vertrauter, irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich immer die richtigen Leute getroffen habe, aber fast jeder lächelt oder grüßt. Meistens verstehe ich gar nicht. Over here. Yes. Would you like to see some? Right here. This kind of hat? Yes, many would. Let me get some for you to try on. That's black. Too big. How about this one? Too small? Customized. Fantastisch. Fantastico. Fantastico, yes. Yes. Please, check. Check. How much is it? How much is the hat? The hat is $10. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Aufschreiben. Write it? Right. Das gibt halt den meisten Spaß, wenn keiner Deutsch kann und ich nicht Englisch. Und dann wird es extrem interessant. Bye-bye. You're from Germany? Yes. City, city. What's it, Frankfurt? Yeah, my name is Frankfurt. Your city, Frankfurt? Yes, Frankfurt. Thank you.
auf meine Krankheit bezogen, bin ich nicht mehr so flexibel, wie ich immer vorher war. Ich kann es halt nicht so verkraften, wie stehen, wie laufen. Und das muss ich auch erst einmal wieder lernen, dass ich kürzer treten muss, dass das Leben andere Sachen von mir verlangt, als ich haben will. Bei einem ganz großen Menschen setzt man voraus, dass der Geist auch groß ist. Bei einem kleinen Menschen setzt man voraus, dass er weniger Geist hat. Ich muss überall kämpfen. Ich muss überall beweisen, dass ich gut bin. Mich tragen lassen. Ich laufe lieber alleine und bin selbstständig. Aber so überfreundlich, da kann man nichts dagegen sagen. Da bringe ich es nicht über das Herz zu sagen, lassen Sie mich los. Das ist die Freundlichkeit. Das ist das, was rüberkommt. Und ich kann jetzt immer und überall die Menschen erziehen. Ich halte mich nicht für krank. Ich wünsche mir, von den großen Menschen so betrachtet zu werden, wie ganz normal. Die Tiere schauen nicht auf die Größe des Menschen, die Tiere schauen nur auf das Herz. Thank you.
hätte gerne Kinder gehabt. Aber ich bin das Risiko niemals eingegangen. Ich will dem Kind nicht zumuten. Das ist das gleiche Leben für Moos wie ich. Ich habe vor kurzem meinen Freund verloren, an den ich auch sehr gehangen habe. Und ich habe noch nicht wieder den richtigen gefunden. Ich hätte gerne einmal einen Freund, wo man sich auch mal anlehnen kann, wo ich auch mal, wie früher, die Kraft mit einem teilen kann. Menschen bemuten halt, dass zu einer kleinen Frau auch ein kleiner Mann gehört. Das stimmt nicht. Nur die Liebe zählt. Aber groß ist oder klein, wie mein Freund war groß. Ich weiß auch nicht, mit kleinen Männern kann ich nichts anfangen. Es ist so faszinierend, durch das Lichtmeer zu fahren. Man kann es nicht beschreiben, man muss es erlebt haben. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich kann mich an jede Kleinigkeit erfreuen. Entweder es ist die Blume am Straßenrand oder irgendetwas. Ich habe so viel Spaß an dem Leben und das Leben bietet so viel, was ich noch nicht erforscht habe.
glaube, die ganzen Eindrücke, was ich erlebt habe, kommen erst zu Hause wieder. Das kann man hier nicht alles auf einmal verkraften. Das kommt erst dann Schritt für Schritt allmählich. Das hast du doch gesehen. Da ist ein Foto. Mensch, da warst du drauf. Und wahrscheinlich, wo ich überall gewesen bin, das fällt einem dann erst hinterher wieder ein. Und das ist halt unbeschreiblich, dann das mit der Vergangenheit zu vergleichen. Nicht vielleicht, 100%ig. Das ist das nicht mein letztes Mal gewesen, dass ich hier war. Musik.